Tonkrüge aus dem 14. und 15. Jahrhundert stehen für die Pressefotografen im Konferenzraum des St. Vitter Rathauses aufgereiht. Funde von der alten Burg, die man auch auf dem Kulturerbeportal der DG bestaunen kann. Vor rund 4 Jahren war die Burg bei einer ersten Sondierungsgrabung wiederentdeckt worden. Die dritte Phase der Ausgrabungsarbeiten hat offiziell vor wenigen Tagen begonnen. Langfristiges Ziel ist, die historischen Strukturen bestmöglich freizulegen, um sie sowohl für die archäologische Forschung als auch regelmäßig für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir möchten heute eine neue Dynamik entfachen, indem wir auch zum ersten Mal diese Funde präsentiert haben, die wir hier in den Wassergräben vor einigen Jahren schon gesehen haben und gefunden haben, diese katalogisiert haben, digitalisiert haben und jetzt der breiten Öffentlichkeit vorstellen. Und letztendlich die Dynamik, die entstehen soll, ist auch, dass die breitere Bevölkerung sieht, was hier entsteht. Das alles ist sehr im Sinne der Bürgerinitiative Burg St. Vitt. Man ist sehr zufrieden mit den Planungen und dem Fortschreiten der Arbeiten. Sehr. Wir sind eigentlich fast überrascht worden, dass das jetzt so schnell vorangeht. Und natürlich, das ist alles ganz in unserem Sinne. Ein wichtiger Teil der Arbeiten wird die Restaurierung der freigelegten Mauerteile sein. Wolfgang Messerschmidt ist der leitende Archäologe, der sich um die Ausgrabungsarbeiten an der mittelalterlichen Burg kümmert. Erste Feststellungen habe man schon machen können. Was wir haben, also keine Garnison, sondern eine echte Burg im Zeitalter der feudalen Grundherrschaft. Und der hiesige Grundherr hat diese Burg errichtet, um eben hier seine Machtansprüche geltend zu machen. Und nach den jüngeren Forschungen von Herrn Lorenz Barsch wissen wir, dass das Mitte des 14. Jahrhunderts innerhalb von sehr kurzer Zeit erfolgt sein muss. Und aufgrund unserer Ausgrabung kann man sagen, dass die Burg in der Tat sehr rasch und sehr schnell errichtet worden ist. Für Lorenz Parsch, ebenfalls Mitglied der Bürgerinitiative, ist klar, dass St. Vitt ein neues Museum braucht. Es soll zur Identitätsstiftung beitragen und langfristig auch Touristen anziehen. Er und Anni Mattei können sich sogar ein großes Museum der ostbelgischen Geschichte vorstellen. Sie ist interessant, zunächst mal für die Gegend selbst und auch für die St. Vitter, dass man diese Burg noch mal gefunden hat. Ich glaube, sie wird interessant sein für unsere Nachkommen, schulisch, historisch, wurzelgebend in einer Geschichte, die bis jetzt unbekannt war. Und dann natürlich auch für den Tourismus. Ich mag immer Visionen, egal wie groß sie sind, denn aus kleinem kann Großes entstehen. Für mich sollten wir jetzt die dritte Ausgrabung abwarten, dann analysieren, wie ist der Stand der Dinge und dann mit der Stadt zusammen, mit der Bürgerinitiative, auch die Sachen entwickeln, die hier entstehen könnten. Ich betone könnten, denn es geht Pädagogik hier zusammenzuführen, es geht Tourismus hier zusammenzuführen und die Kultur am Ende.